Mein Name ist Norbert Siebert, ich bin Polizeidirektor bei der Polizei in Hamburg und aktuell als Koordinator einer IT-Kooperation verschiedener Polizeien tätig. Wir haben die Probleme, die alle Polizeien haben, Drogen, andere Ausschreitungen, Jugendgewaltkriminalität. Für Deutschland ist es mit Sicherheit eine große Ehre gewesen, den G20 durchzuführen. Also der G20-Gipfel war sicherlich der größte polizeiliche Einsatz, den Deutschland in den letzten Jahren gehabt hat. Insbesondere dadurch geprägt, dass eben die Veranstaltungsorte mitten in der Stadt liegen und eben die Sicherheit für die ganzen Gäste inklusive der Delegation eben höchste Priorität hatte. Und das war die besondere Herausforderung, mit den städtischen Gegebenheiten umzugehen. Wir haben im Mai 2016 den Auftrag bekommen, für die Polizei als auch die Feuerwehr eine gemeinsame Software zu beschaffen für die Command Center, um eben Daten und Karten zusammenzubringen, um eben der Herausforderung eines solchen Einsatzes über die gesamte Stadt eben begegnen zu können. Vorher gab es so etwas nicht. Vorher hatten wir zwar auch Daten, aber wir hatten keine Zusammenführung dieser Daten auf Karten, sondern wir hatten Screenshots und eben alte Welt. Wir haben GPS-Tracker eingesetzt für Kräfte, sodass wir sehen konnten, wie sich die Kräfte im Einsatzraum bewegen. Wir haben über das Geoportal ArcGIS Routenplanungen vorgenommen für die Schleusung der politischen Gäste. Wir haben Notfallpläne vorbereitet und wir hatten interaktive Aktionen, die wir so im Vorwege nie kannten. Und das hat dem Polizeiführer sehr geholfen zu sehen, wo seine Kräfte denn tatsächlich stehen. Bei so viel eingesetzten Polizeien vor Ort ist es eine große Hilfe gewesen, das eben auch zu visualisieren. Daraus muss ich sagen, es war ein tolles Team, professionelles Team. Ansonsten wäre es nicht gelungen, mit den ganzen Besonderheiten ein solches System in so kurzer Zeit aufzubauen. Die Hamburger Polizei ist bemüht, natürlich viele, viele Informationen, die es in der großen Welt, im World Wide Web gibt, auch nutzen zu können. Das ist natürlich bei geschlossenen Infrastrukturen nie so ganz einfach. Und da sind wir aber mit unseren Partnern auf einem guten Weg, das zu realisieren.